das Berlin. Die sind da natürlich stolz. Man kann es schon schaffen, mit ein bisschen Idealismus dann auch glücklich zu werden. So ein Sportschuh, der ist einfach bequemer. Und ich denke, dadurch ist das immer mehr so reingerutscht, wie auch eine Jeanshose bequemer ist. Oder warum auch eine Frau eine Hose bequemer findet wahrscheinlich als einen Rock, weil sie halt nicht jedes Mal darauf achten muss, wie sie die Beine schlägt oder wenn sie sich hinsetzt. Das sind halt einfach bequeme Sachen. Darum geht's. Und bloß weil unsere Gesellschaft uns sagt, was wir theoretisch zu tragen hätten. Ich habe meinen Beruf dementsprechend ausgewählt. Ich muss keinen Anzug tragen. Es gibt ja da kein richtig oder falsch. Also wenn es mein Geschmack ist, muss es ja nicht jemand anders gefallen. Und ebenso gut, das, was du schön findest, muss ja nicht jemand anders auch schön finden. Natürlich gibt es diese Uniformität, dass alle da draußen irgendwie versuchen, sich ähnlich zu sehen oder einem bestimmten Vorbild danach rennen. Ich weiß nicht, der eine trägt mal eine enge Hose, also müssen alle eine enge Hose tragen. Das Wichtigere ist, denke ich, das zu tragen, worauf man einfach Bock hat, ohne zu schauen, was links und rechts macht, sondern einfach das zu tragen, was man selber schön findet. So viele vielfältige Versionen, Farben, Höhen, Materialien, das kannst du gar nicht mit klassischem Schuhwerk hinbekommen. Also ich habe noch keinen, roten Mesh Budapester gesehen und das ist halt einfach nicht möglich, weil klassisch ist klassisch, fertig. Was wichtig ist, ich denke mal, sowas sollte man auch im Schrank haben, aber das sind ja Kunstwerke, das ist ja schon Popkultur, das ist mehr als nur ein Tonschuh.